nach Maschinenpower. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skylanders Imaginators hier im Sensei Wasserreich und es geht hier wild los. Wuhu! Alles klar. In der letzten Folge haben wir ja das Sensei Wasserreich angefangen. Wir machen hier weiter. Wir haben schon alle drei Schatzkisten und versuchen noch den Rest zu bekommen. Yeah. Ich möchte diese Hip-Hop-Musik nicht. Wieso ist die eingestellt? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum? So. Yeah, bei vielen Gegnern ist diese Attacke Gold wert. So. Mega. Einfach mega. Was bekommen wir? Eine neue Brust. Oh, ein Smoking. Ich fordere. Ui, oh, oh ja, die Attacke ist super. Sie ist schön schnell. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, sie ist schön schnell. Und das Problem ist, die Dreieckattacke mit diesen Umherwirbeln kann man nicht abbrechen. Sonst wäre ich ausgewichen. Letzte Worte. Okay, dann muss ich das Level halt nochmal machen. Ah, das kriegt ihr natürlich nur im Schnelldurchlauf zu sehen. Keine Sorge. So. Miu, miu. Alles klar. Das hätten wir schon mal. Oh, da kommen ja noch mehr. Ich vergesse manchmal, dass wir auf Experte spielen. Das macht die Kämpfe natürlich alle ein bisschen schwieriger und länger. Und hast du nicht gesehen. Da. Warte mal. Erstmal hole ich mir die Erfahrungspunkte, damit Hutzickel mal ein bisschen mehr drauf hat. So, komm schon. Och, Mano. Es hat nicht gereicht. Es hat leider nicht gereicht. Ja. Och nein, ich hasse diese Vögel. Oder Fischdinger. Was auch immer. Ja. Na, also. Der Witz wird alt. Der Witz wird sehr alt. Mit dem, wer sagt es denn immer? Heia! Ah. Hier! Oh, und die nächste Schabracke hier. Ah, Mist. Heia! Ah. Die nächste kleine Schabracke. Oh nein. Jetzt, also wirklich. Es sind doch schon ein paar mehr Gegner und ich sehe, was da auf mich zukommt. Verdammt. Nein, Hutzickel, nein, nein. Ich brauche etwas Wendigeres. Die Vorhersage verspricht Licht. Und ich habe seinen Kopf mal ein bisschen geändert. Das fand ich viel hübscher. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, hier ist zwar Wasser natürlich besser, das ist klar. Aber Wasser, ja, da habe ich eigentlich nur King Pen. Von den neuen Skylandern zumindest. Von daher ist das jetzt auch egal. Wir haben es auch so geschafft. Weil Bone Knight einfach klasse ist. Hey Skylander, sieh dir das an. Unsere legendäre schwarze Schlauchabwehr-Harpunenkanone. Man hört dich nicht mehr, Bone Knight. Man hört ihn nur noch ganz leise im Hintergrund. Oh, Wasserlimitar-Aura. Cool. Und eine Eiskeule. Nur noch mit deiner Geistmagie zünden. Na los! Alles klar. Dann wollen wir mal ins schwarze Loch. Wirklich? Bist du dir sicher? Ach nee. Du hast es geschafft! Ja! Auf nimmer Wiedersehen, schwarzes Loch! Wir müssen uns ja nicht selbst da reinschießen. Ich auch nicht. War schön, mit dir zu arbeiten, Skylander. Im Namen der Wasserwesen danke ich dir, dass du unser Element gerettet hast. Bitte, bitte. Level abgeschlossen. Immerhin haben wir 2 Sterne, denn leider bin ich einmal draufgegangen. Aber ansonsten haben wir alles. Ich brauche nur keine Leben verlieren. Wie cool.
Wie mega cool ist das denn? Ja, schade. Am Anfang der nächsten Folge werdet ihr natürlich sehen, wie ich da alle Sterne habe. Das werde ich euch zeigen. Mit dem größten Vergnügen. Und hier komme ich nicht lang. Gut, jetzt könnten wir mal kurz in die Skylanders Akademie gehen, weil da gab es ja anscheinend ein Problem, war? Bereit für temporeiche Abenteuer auf der Nein, Skyland. jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. So, denn in der Skylanders Akademie geht es ja mit der Story weiter und wir haben noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Sendezeit. So, Belohnungskiste. Was haben wir hier drin? Neue Oh, Piratensprache. Neue Ritt. Rache der Mumie. Und hier Neue haben wir eine Brust. neue Brust. Schiffsteil Drachenpanzer. gefunden. Oh. Schön. Gefällt mir soweit. Ab in die Akademie. Skylander. Ja. Erzähl mal keinen. Hey, Skylander-Kumpel, du hast Jetware gerade verpasst. Du sollst dich mit ihm in der Bibliothek treffen. Er sagt irgendwas von einem Strudelzerstörer. Was soll das sein? Ein Strudelzerstörer. Alles klar. Sprich mit Jetwag in der Bibliothek. Machen wir sofort. Habe ich eigentlich in der Zwischenzeit ein Buch gefunden? Keine Ahnung, kann ich nicht abgeben. Hallo. Die Teile, die wir benötigen, um einen Strudelzerstörer zu bauen, sind in diesem Gebiet zerstreut, Skylander. Du Ja, musst na sie nur klar. einsammeln, dann können wir diesen Strudelhirnsturm für immer beenden. Ich bereite einen Vorrat an Studentenfutter für die Reise vor. Im Kampf gegen solche extremen Katastrophen sollte man nicht hungrig werden. Alles klar. Da links ist was Legendäres. So wie es aussieht zumindest. Wir müssen uns eine Treppe bauen. Nein! Warte mal. Ach so, ja, das ist ja in Ordnung. Fast. Das muss anders gehen. Aber wie? Weil ich könnte dann vielleicht erstmal. Ja, genau. Machen wir es erstmal so. Ach, das gehört zu diesen Strudelzerstörerteilen. Sehe ich oben rechts gerade. Darauf habe ich nicht geachtet. Ah! Ach so. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Reicht es aber, wenn ich den so lasse? Hoppa. Heia. Dann komme ich daran. Oh ja. Aufregend, da ist das nächste Teil. So, jetzt muss ich das aber mal rüberschieben anscheinend. Ja. So reicht das. Schiebe, 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 schiebe. Und schwupp. Ja, das reicht. Was willst du mehr? Ich gehe aber erst nach hier hinten. Wer weiß, ob es hier nicht noch irgendwie vielleicht einen Seelenstein oder so zu finden gibt. Das wäre ja krass. Das ist ja kein richtiges Level hier jetzt, ne? Ah. Aber wir können das hier auch noch rumschieben. Ach so, damit wir da einen Weg haben. Okay. Und da auch nochmal. Wunderbar. Hep. Ah, er hat auch eine Attacke, mit der er schneller ist. Wunderbar. Heia. Erfolg. Und hier haben wir wieder so ein Eierrettungsding, was irgendwie. Eierrettung. Ja. Benutze den Greifer, um Eier zu retten. Was halt irgendwie voll wenig Sinn macht. Geht das nicht? Ach so, ja, ich muss ja schießen. Stimmt ja. Lass das Ei in Ruhe. Oh nein, das Ei ist kaputt. Game over. Okay. Ja, ich fortsetze. Benutze den Greifer, um Eier zu retten. Ja, das ist ja normal.
Ja, dass die Schwierigkeit hat ordentlich angezogen anscheinend. Da. Ich muss auch die Eier treffen. Okay. Nein. Ich muss hier abwerfen. So. Ah, das ist ja nochmal. Das ist ja nochmal geschützt hier. Meins. So, tschüss. Hätten wir das. Dafür kriegen wir eine kleine Kiste. Und da haben wir das nächste Teil. Ist das ein Gegnertor oder brauche ich da einen Schlüssel? Da brauche ich einen Schlüssel, okay. Dahinter ist dann auch das letzte Teil. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein. Oh nein. Im Kreise. 39? Ernsthaft? Wie schmeckt dir das? Das. Du Schnecke. Du lässt dich ja ziemlich lange verfolgen. So, neue Arme waren das. Ich habe sie zu schnell weggedrückt. Ich hält. Aber es waren neue Arme. Ah, okay. Hätten wir das schon mal. Her mit der Kiste. Hier ist drin. Ah, Narrenarme. Alles klar. Du Narr. Muss kurz mal schauen, ob es hier unten noch was gab. Nee, nur die Schnecke, die ausgerastet ist. So, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Da hoch. Da wird dann der Schlüssel sein. Ja. Gibt's hier was? Nö. Hoppa da. Ui. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter, ne? Dann haben wir alle Teile. Sehr gut. Da ist Jetpack auch schon. Großartig. Wir haben jetzt einen funktionierenden Strudelzerstörer, der ideal dafür ist, einen Strudel zu zerstören. Erwarten wir den ORT und los geht's zu den Muschelbergufern, um den Tag zu retten. Alles klar. Gut. Wir verlassen die Akademie. Wir verlassen sie hoffentlich mal ein bisschen schneller und haben nicht schon wieder Werbung für die Creators-App. Aber hey, was willst du machen? Okay, jetzt müssen wir uns um diesen Strudel kümmern. Außerdem habe ich reichlich Studentenfutter für die Reise eingepackt. Studentenfutter, aber wie super. Kommen wir dorthin? Hey Leute, hier lang. Ich habe mir diese Kanone aus der Gelehrtenstadt ausgeliehen. Ich dachte, ich könnte euch daraus abfeuern. Wie willst du wissen, dass wir so zum Strudel kommen? Zum Strudel? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, das könnte funktionieren. Wir können uns irgendwo hinschießen lassen. Wie super. Wie schmeckt dir das? Ah, hier muss doch auch irgendwann noch was kommen, oder? Denke ich mir zumindest. Mal sehen, wo wir uns hinschießen lassen können. Ich sammle hier einfach mal ein bisschen. So, da ist die Kanone. Dann schauen wir mal. Komm schon, Jetpack. Ich habe nur Spaß gemacht. Natürlich habe ich sie mitgenommen, um euch da hochzubekommen. Und jetzt muss einer von euch hier drauf hüpfen, damit wir den Strudel schließen können. Aha, Überschussinsel oder Strudelinsel oder Sturmwindplateau oder nicht da? Ich kann fliegen! Oh. Stufenaufstieg. Ich werde immer besser. Wollte schon sagen, nicht da wie nicht da. Hui. Oh Gott. Wo bin ich denn gelandet? Wie cool. Hier haben wir ein Magietor. Sensei Magiereich entdeckt. Magie habe ich nicht, glaube ich. Aber wie cool. Da oben ist das Lebensreich. Sehr, sehr geil. Ich komme hier an Orte, kannst du dir nicht ausdenken. So, da muss eine Bombe hin. Hier kann man sich irgendwie zurückschießen lassen wahrscheinlich. Kann man da rein? Nein. Aha. Ich möchte mal hier runterhüpfen.
Warte doch mal, nein! Ah, doch! Sensei Lebensreich entdeckt! Alles klar. Hier haben wir so eine Bombe. Hüda! Dann mal schnell, bevor sie kaputt geht. Hüda! Dahin! Nein, nicht dahin! Dahin! Ich dachte, er wirft sie. Okay, machen wir das nochmal. Das war's für dich! So, hier hin und mitnehmen. Nimm das! So. Kabum. Ein paar Gegner. Ah, hier gibt's so ein magisches Buch. Oh. Ganz genau. Stufenaufstieg. Ein Buch. Für die Skylanders Academy. Sehr gut. Sehr gut und sehr cool. Erfolg! Jetzt möchte ich mal schauen. Ne, da müssen wir rein, oder? Wie kommt man denn? Kann ich einfach? Ja. Hier ist dann das Lichtreich. Hier, die ganzen Reiche öffnen sich gerade. Sehr geil. Lichtreich entdeckt. Sehr, sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Apropos Erfolg. Neues Rattenloch. Ein neues Rattenloch. Komm schon. Vergrab dich. Sind ja einfach Gegner drin. Hups. Na gut. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Und zwar würde ich sagen, setze ich mich einfach wieder in die Kanone. Oder sollte ich wirklich da oben rein? Es ist so spannend. Ach so, das ist ein Level. Haha, ein Level. Hier hätten wir eigentlich hingemusst. Okay, ich möchte aber noch die anderen Richtungen erkunden. Ich kann mich nur abfeuern lassen. Okay. Wie cool. So, nicht da. Brauchen wir nicht mehr. Sturmwindplateau. Strudelinsel. Überschussinsel. Ich gehe mal zur Überschussinsel. Ich kann fliegen! Okay. Das hat sich erledigt. Hier ist auf jeden Fall das nächste Level. Das nächste Story-Level. Jetzt überprüfe ich mal die anderen zwei Schussrichtungen. Moin, moin! Ehrlich? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gerade moin, moin gesagt. Die anderen zwei Inseln überprüfen. Dein Scheiß ernst. Und dann war's das auch für heute. Moin, moin. Bye, bye oder moin, moin? Ich verstehe nicht ganz, was er sagt. Vielleicht sagt er auch was ganz anderes. Ab nach oben. Das ist alles ein und dieselbe Insel. Mensch. Aber gut. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Beim Muschelberg. Ich zeige euch am Anfang der nächsten Folge natürlich, dass wir im Sensei-Wasserreich alle Sterne bekommen haben. Da fehlt uns ja nur, dass wir keine Leben verlieren müssen. Und vielen Dank, dass du zugeschaut hast, dass du dran geblieben bist. Lass gerne einen Kommentar da, wie du die Folge hier fandest. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.